Was Böses wähnt, heißt es, gute Nacht bis morgen. Tief im Paletot verborgen, durch die schwarzen, nassen Gassen, die fast jeder Mensch verlassen, eilt man einsam nun nach Hause, in die alte, kalte Klause, wühlt ins Bett sich tief und tiefer, schnatterratt, so macht der Kiefer, und so etwa gegen, einen Moment, gegen eine hat man endlich warme Beine. Kurz, Verstand sowie Empfindung dringt doch auf eheliche Verbindung. Ja, Liebe, sagt man schön und richtig, ist eben ein Ding, was äußerst wichtig. Und wer hat's geschrieben? Busch. Busch, sehr gut. Ja, ist klar, kennt man ja. Ja, apropos Busch. Apropos Wilhelm Busch, wussten Sie eigentlich, dass Erich Kästner mal hier in Enniger war? Ich auch nicht. Aber in der jahrelangen Vorbereitung für den heutigen Abend habe ich das natürlich herausbekommen. Und da hat er sich damals schon über die Applausfreudigkeit der Enniger, sagt man das so? Ennigeraner. Da hat sich selbst der Olle Kästner geirrt. Die hat er sich über die Applausfreudigkeit der Ennigeraner natürlich sehr begeistert gezeigt, über den ausschweifenden Alkoholkonsum am hiesigen Theater sehr überrascht. Wahrscheinlich meinte er natürlich die Tenne hier, also die Diele. Und, aber jedenfalls davon inspiriert hat er gleich ein Gedicht geschrieben. Ja, echt, ich schwöre. Zu Ehren von Enniger. Hamlets Geist. Okay. Gustav Renner war bestimmt die beste Kraft am Enniger Dielentheater. Alle kannten seine braune Weste. Alle kannten ihn als Heldenvater. Alle schätzten ihn, sogar die Kenner. Und die Damen fanden ihn sogar noch schlank. Schade war nur, dass sich Gustav Renner, also wenn er Geld besaß, enorm betrank. Eines Abends, als man Hamlet gab, spielte er den Geist von Hamlets Vater. Ach, er kam betrunken aus dem Grab, und was man nur Dummes tun kann, tat er. Hamlet war bestürzt, denn der Geist fiel gänzlich aus der Rolle, und die Szene wurde abgekürzt. Renner fragte, was man von ihm wolle. Man versuchte hinter den Kulissen, ihn von seinem Rausche zu befreien, legte ihn lang hin, gab ihm Kissen, und dabei schlief Gustav Renner ein. Die Kollegen spielten nun exakt, weil er schlief und nicht länger störte. Doch er kam, und zwar im zweiten Akt, wo er absolut nicht hingehörte. Seiner Gattin trat er auf den Fuß, seinem Sohn zerbrach er das Florett und er tanzte mit Ophelia Blues und den König schmiss er ins Parkett. Alle zitterten und rissen aus, doch dem Publikum war das egal. Sowas von donnerndem Applaus gab's hier in Enniger nämlich zum ersten Mal. Und die meisten Ennigeraner fanden, endlich hätten sie das Stück verstanden. Das ist ja Quatsch. Haben Sie was zu tun? Sie haben was zu tun. Blickt ihn ein hübsches Mädchen an. Der heilige Antonius von Padua war aber ganz ruhig, als dies geschah. Er sprach so: Schau, Donore Mazzo, du störst mich nicht in meiner christlichen Ruhe. Und als er nun wieder so ruhig saß und weiter in seinem Buche las, husch, husch, da spürte er auf der Glatzen und hinterm Ohr ein Kribbelkratzen, das ihm dabei ganz sonderbar, bald warm, bald kalt zumute war. Der heilige Antonius von Padua war aber noch ruhig, als dies geschah. Er sprach so: Krabbel du nur immer zu, du störst mich nicht in meiner christlichen Ruhe. Auf einmal, er wusste selbst nicht wie, setzt sich das Mädel ihm gar aufs Knie und gibt dem heiligen Antonius links und rechts einen herzhaften Kuss.
Der heilige Antonius von Padua war aber nicht ruhig, als dies geschah. Er sprang empor, von Zorn entbrannt. Er nahm das Kreuz in seine Hand. Lass ab von mir, unsauberer Geist! Sei, wie du bist, wer du auch seist! Puh! Er saust wie groß Humor, der Satanas durchs Ofenrohr. Der heilige Antonius, ruhig und heiter, las aber in seinem Buche weiter. O heiliger Antonius von Padua, du kennst uns ja, so lass uns denn auf dieser Erden auch solch fromme Heilige werden. Wir danken dir schon mal im Voraus.